Moin, moin, meine lieben Freunde, jetzt gehen wir wieder rein. Das ist Tag 3 und wir öffnen innerhalb weniger Sekunden schon gleich den Shop. Und hoffentlich machen wir heute auch extrem Profit. Ey, Mann, Süßer, komm doch zurück. Wir haben noch geöffnet. Ich weiß gar nicht, was du hast. Och, komm schon. Ja, komm rein, mein Lieber, komm. Fabio, Digga, was geht? Ein wunderschön. Genau, die Auswahl ist vorzüglich. Falls ihr das in der letzten Folge verpasst habt, schaut euch die letzte Folge an. Denn wir haben jetzt hier richtig viele Displays am Start. Und gut Profit gemacht. Und, ey, gut, es geht raus, Digga. Dann hole ich hier zurück, Alter. Und wir hoffen, dass wir heute auch noch mit dem Spieltisch hier ein bisschen Profit machen. Die Mission ist, lasst 10 Kunden am Spieltisch Karten spielen. 2 haben schon. Es fehlen noch 8. So, einmal das Display. 33 Euro bitte. Ehre. Puls geht raus. Genau auf den Pfennig, genau bezahlt. Ehrenmann. Schön beim Fitness gewesen, ne? Ehre. Moin, Alter. Was geht? 33 Euro für dich auch. So, 7 gibt's zurück. Und Liebe geht raus. Gott, so teuer, Digga. Was soll das denn heißen? 33 Euro, Digga. Für dich sind es jetzt 50 Euro, Digga. Mir ganz ehrlich, ja. Oh, ich meine natürlich, 33 Euro natürlich. So. Ach ja, das ist teuer. Der Marktpreis liegt gerade bei 23 Euro, jetzt 33. Ja. 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 Ey, ich muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Was soll ich denn machen? Noch billiger geht nicht. Das ist schon der günstigste Preis hier in der Umgebung. Oh, moin. Hallo. Achso, bis auf ein Kartendate. Ja, da will ich ja mal nicht stören bei eurem Kartendate. Abgehoben. Keine Liebe für Madness, ey, das ist schon wieder fies. Moin. So, 3 Euro bitte. Ehre, 2 gibt's zurück und wieder schauen. So. Also, was machen die denn überhaupt auf dem Kartentisch? Ah, okay, okay. Ja, ja, deine Karten sind, glaube ich, deutlich besser. Ja, das sieht aber nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Aus dem Date wird nichts, glaube ich. Eieieiei. So. Ich glaube, wir kaufen uns einfach mal eine Erweiterung. Oh, wir können den Laden erweitern. Wir können den Laden erweitern oder wir kaufen uns jetzt so ein neues Regal. Automatischer Duft M100. Okay. Kleines Kartendisplay. Kleines Lagerregal. Boah, so Lagerregal können wir auch gut gebrauchen, ne? Kleiner Schrank, kleines Metallgestell. Spieltisch. Okay, wir müssen uns mal gleich ein bisschen umgucken. So, moin. Ein Display macht 33 Euro. Boah, Familienvater, der Ehre. Und 7 Euro zurück. Und hat Spaß gemacht? Ja, ne? Wird verloren, beide, ne? Gibt's noch ein zweites Date oder? Ach, ja, komm. Scheiß drauf. Moin! Ehre, Digga. Er gönnt sich richtig. 75 Euro, bitte. Puls geht raus. Das sind meine Lieblingskunden. Ehre. Auf dem Pfennig genau bezahlen. Wirklich, ich habe keine Zeit und die gönnen wirklich rein. Ehre. So, wir schauen mal ganz kurz. Wir schauen mal ganz kurz. Uns gehen so langsam die Vorräte futsch. Deswegen kaufen wir so langsam mal mehr Displays, oder? Ich würd echt auf Displays gehen. Die sind wirklich, die bringen echt Kohle mit, ne? Ansonsten Zubehör könnten wir holen. Oder so Figuren. Na, müssen wir Level 6 werden. Ich glaube, Figuren geht noch nicht. So ein Deodorant kann man auch wieder kaufen. Komm, nehmen wir 3 Pakete hiervon. Machen wir dann noch hier ein paar Displays. Komm. Lange 4 davon. Bob, zack. 648 Euro. Das ist ein zukünftiges Investment. Wir gehen rein. Wunderbar. Oh mein Gott, die Pakete sind auch instant gekommen. Einen wunderschönen. Bin sofort wieder da. Muss ganz kurz noch die Pakete hier ausrollen. Okay, okay, okay. Ich bin sofort da.
Oh ja, super geil. 66 Euro bei der Kurs. Mit der Visa-Card. Kurs. Ehre. Wir bringen die Kartons mal rein, ganz schnell. Eine Sekunde, wir sind sofort da. Wir sind sofort für Sie da. Meine Mitarbeiter haben leider gekündigt, weil ich kein Geld zahle. Das ist normal bei uns hier. Hier sind nur ehrenamtliche Menschen erwünscht. Ein Display 33, bitte. Ehre, Kurs geht raus. Oh mein Gott. Okay, let's go, let's go. Und die Regale schön voll machen. Jawohl. Okay, wisst ihr was? Heute gibt's Display wirklich sehr günstig. Und zwar für 29 Euro. Glaubt mir, das ist es. Das ist es. Jetzt laufen sie uns die Bude ein. Come on. Come on. Come on. Och nee, komm. Die wollen nur spielen. Ey, gönnt euch die neuen Madness-Displays, Mann. Die sind die günstigsten der Stadt. Was für teuer, Mann! Oh, das ist so bodenlos. Oh, das ist so bodenlos. Ui, irre. 29 Euro, bitte. Das Angebot des Tages und Kurs geht raus. Was ist denn daran so teuer? Das sind die günstigsten Preise aktuell. Okay, wir gucken mal nach. Woran hapert es gerade? Ah, hier, guck mal. Ui. Okay, die günstigsten Preise sind es jetzt nicht, aber... Okay, die Displays sind es nicht. Die Displays sind es nicht, oh mein Gott. Okay, Zubehör macht auch gerade keinen Profit. Die Parfängs! Okay. Ich hab verstanden. Moin! 29 Euro mit Kardeimer. Gar kein Problem. Kuss. Okay. Special-Preis heute. Special-Preis à la Madness. 25,84. Die Super-Displays. Kurz geht raus. Danke. 51,68. Da kriegst du aber jetzt 8,32 Euro zurück. So. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ehre. Gut, dass wir hier ein Lager haben. So. Einen wunderschönen. Das Angebot zieht. Dieses Angebot ist nur für diese Woche. Einen wunderschönen. 101,52 Euro, bitte. Auf den Groschen genau. Ich küsse doch dein Herz. Ehre. Meine Lieblingskunden. Yippie. So. Kann ich irgendwo anders? Ja. Ich glaube, die Parfängs, die sind die Deo-Flasche. Das ist das Geschäft. Moin! Kann ich an die Kasse? So. 51,68. Ehre. Oh mein Gott, wieder 8 Euro und... Oh Gott, das ist ja richtig schwierig. Perfekt. Vielen, vielen Dank. Moin! So, 28,84 bitte. In bar. 1,16 Euro. Zurück. Ehre. Hallo, hallo. Das macht 51,68. So, 8 Euro und 32 zu. So. Moin, moin. Deo-Flaschen, wichtig für die Axel. Macht genau 30 Euro. Den da gibt es zurück und wieder schauen. Okay, anscheinend funktioniert das Marketing-System gerade. Wir machen einfach die Display günstiger und verkaufen jetzt Displays des Grauens. Deos oder Display, so ein Ding ist das. Herzlich willkommen im Madness Shop. Komm schon, gönnt euch. Okay, wisst ihr, was wir machen?
weiß, dass wir eigentlich Profit machen wollten. Oh, der könnte Geld haben. Komm rein. Hallo. Wir haben doch noch geöffnet. Ich wollte gerade schließen, aber Sie dürfen noch gerne was einkaufen. Und Sie natürlich auch. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Gönn dir. Ihr wollt nur spielen, ne? Ihr kleinen Leckermäulchen, ne? Das war das letzte Mal, dass du hier rein durftest, ne? Du Dreckigen. Und du auch. Du hast Hausverbot. Komm. Oder du kaufst was. Dann sind wir Freunde. Let's go. Yippie. Den Gönjamin. Vielen Dank. Das macht dann 25,84 bitte. So, 14,16 € gibt's zurück. Puls geht raus. Einen wunderschönen Ehrenmann. 51,86 bitte. Und auf Wiedersehen. Oh, da ist noch ein Kunde. Boah, der hat ein Hemd an. Ich glaube, der hat Geld. Moin, einen wunderschönen. Oh, ich hab einfach das Licht ausgemacht. Och nein, bitte nicht. Komm, bitte. Ey, weißt du was? Nee, jetzt habe ich auch die Faxendicke hier. Raus! Alle Mann, raus! Du bist, geh ganz schnell hier raus. Da ist die Tür. Reiß mit dir. Reiß mit dir. Ja, verdammt noch mal hier. Reiß hier. Nee, weißt du was? Du hast bestimmt auch keine Kohle, oder? Hast du Geld? Komm rein. Hallo? 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 Okay, hi. Einen wunderschönen. Ui. Komm schon, bitte. Gönn. Ja, Spieltisch ist leer. Nein, nicht hinsetzen. Oh Gott, nee, jetzt ist mir das zu blöd. Reiß hier. Reiß mit dir. Reiß hier, ich habe keine Lust mehr hier mit dir. Reiß. Du auch, du kommst hier nicht rein. Verschwende. Dreckigen. Bin ich ja schon wieder Madness, ne? Das kann's doch nicht wahr sein. Oh, das ist so bodenlos. Weißt du was, ich werde jetzt vor deiner Nase, werde ich jetzt ein saftiges Pack mir reinziehen. Oh ja, ich gönn mir. So, guck dir das an, du Dreckigen. Aus kein Groschen mehr. Bodenlos. Komm, bitte gönn. Gönn mir jetzt die saftigsten Karten. Dass er von Night meinen Laden jetzt verlässt. Jalla. Mach den Gönni. Mach den Gönni. Komm. Gönn jetzt. Oh, nee. Wieder Schmutz. Jetzt aber. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Schmutz. Der kommt nie wieder. Ich hoffe doch, dass er nie wiederkommt. Der Boden ist. So, komm jetzt aber. Jetzt aber. Auch wieder nix. Komm schon bitte, er soll von Night den Laden verlassen. Jetzt komm. Irgendeine geile Unrare. Irgendwas. Unrare. Natürlich Rare. Ja. Guck dir meine 14 Euro Nimblets an, Digga. Stark, 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 stark. Komm. Komm, gönn, 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 bitte, bitte. Okay, ich hab echt nur Schmutz gezogen. Würdest du bitte meinen Laden verlassen? Müsste ich auch die Polizei rufen, oder was hier? Reiß aus beim Shop, jo! Reiß, jo! Hallo, Herr Officer? Da befindet sich jemand im Shop, der will meinen Shop nicht verlassen. Er will spielen, sagt er. Reiß mit dir. Ey, das ist doch dreckig. Das kann doch nicht wahr sein, wirklich. So. Ach, du Heilige, wir müssen noch Rechnung zahlen. Oh mein Gott. Ich zahle mal lieber meine Miete und den Strom. Ach du Heilige. Eieieiei. Okay, gut. Wir müssen den Tag beenden mit dem Loris da hinten, ne? Oh weh, der klaut hier die Displays, ne? Dann bin ich aber sauer. So, Regale werden nochmal aufgefüllt. Regale werden noch aufgefüllt. Und an der Stelle würde ich mal sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir schauen uns jetzt nochmal die Ergebnisse an. Und an der Stelle würde ich mal sagen, mit 37 Euro Profit
Oh, guck mal, da ist er abgehauen. Würde ich mal sagen, Kuss geht raus und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Madness. Let's go, lass uns die Backrest ziehen. So ein Ding ist das.